Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Gameplay-Commentary von mir. Diesmal in überhaupt keiner Serie, sondern einfach nur mal ein bisschen Oldschool-Gameplay-Commentary. Ich spiele heute den Halloween-Modus von, von Dota 2. Der heißt Dire Tide. Und jetzt kann ich euch schnell erklären, wie es funktioniert, bevor es losgeht. Und zwar gibt es hier einen unseren Süßigkeiten-Topf und hier deren Süßigkeiten-Topf. Und wir müssen praktisch Süßigkeiten von denen klauen und bei uns in den Topf reintun. Und die müssen dasselbe mit unseren Sachen versuchen. Ja, mit unseren Süßigkeiten tun. So. das habe ich jetzt sehr schnell erklärt. Man kriegt ein bisschen Bonusgold am Anfang von Dire Tide. Deswegen ist es in Ordnung, Boots of Speed als erstes zu kriegen. Ich kann euch das nicht empfehlen in einem richtigen Pub-Spiel. In einem normalen Spiel von Dota 2 kann ich euch das überhaupt nicht empfehlen. Aber hier ist es eigentlich in Ordnung. Der ist, sieht so aus, als gäbe es für ein Level 1 Raid. Ich habe auch noch am Ende des Videos mache ich ein Gewinnspiel, falls ihr da mitmachen wollt. Fuck, fuck, fuck. I blame no one. Das war eine scheiß Idee von dem Typen. Ja, Level 1 Raid, let's go. Schöner Kurier. Ja, Level 1 Raid, let's go. Super. Jetzt hier, pass auf, Triple Kill. Go, go, go. Blow the man down. By the outcast blade. Good enough. Weiße, Hilfe. Das hat ja schon mal super toll funktioniert. Sehr schöner Start. Überhaupt gar nicht. So. I can do no less. Irgendwie vorhin, als ich versucht habe aufzunehmen, da hat sich irgendwie meine Aufnahmesoftware aufgehangen und da hatte ich eigentlich eine richtig tolle Runde, aber irgendwie hat das dann am Ende nicht funktioniert und hat sich einfach aufgehängt. Das fand ich komisch. Boom, there it goes. Must be getting rusty. Super. Ist noch einer auf meinem Team, der kein gescheites Internet hat. Sowas liebt man ja immer. Yes. Sweet. Yes, more. Ja, schnapp ihn euch. Wolski. Go, go, go. Okay, der ist tot. Wow, hätte der überlebt, das wäre. That's right. Peinlich gewesen. Psst. Das ist ein Idiot. Ach nee, was ich da schreiben wollte, schreibe ich lieber nicht. Das wäre nicht so nett gewesen. Endlich! So, jetzt habe ich Mana. Ich weiß nicht, warum die sich immer aufregen wie eine Hölle, nur wenn ich nicht genug Mana habe, um irgendwas einen Scheißdreck zu machen. Oh nein. Moin. Ich lebe noch. Ja. So, ich sprint mal zurück zur Basis. In the eye of the storm. So. Zurück zur Basis, dann kann ich mir meine Power Shreds besorgen. Sorry, und als nächstes. Wie wäre es mit einem Flying Courier? Aber als erstes nochmal eine TP-Scroll.
weil man ja sehr egoistisch sein muss in Dota und überhaupt nicht teamorientiert. Nein, natürlich, eigentlich sollte man immer teamorientiert spielen, tue ich auch immer. Außer hier in dem Team-Modus, da muss man das nicht so hundertprozentig machen. Nein! Oh nein, jetzt überlebt er. Hätten wir überlebt. Fuck that shit. Wegrennen! Nein! Weg! Rennen! Sprint! Weg! Oh nein. Oh! Oh! Oh, ja. Und deswegen liebe ich Sven. Vor allem hier in dem Modus. Mana! Jawolski, okay. Aufpassen. Oh, da liegen ein paar Süßigkeiten. Die kann man auch einsammeln. Also diese Rushlings heißen die. Die, wenn die sterben, droppen die auch Süßigkeiten. Okay. So, dann tue ich die Süßigkeit mal in den Topf. Nein! Nein! Oh, wow! Oh, der hat dem seine Ulti geklaut. Heilige Schisse. Oh. Nein! Oh. Tisch ab, Kollege. Hey. Oh. Ja, unser Jakiro ist nicht so der Beste, habe ich so das Gefühl. Ja, ich latsch mal zurück zur Basis. Das bringt nicht wirklich was, mit wenig Mana und wenig Lebenspunkten da zu bleiben. Und als nächstes, weil ich natürlich total, weil ich Noob-Sven bin, kaufe ich eine Mask of Madness. das ist auch so ein Noob-Item, könnte man sagen, für Sven, meiner Meinung nach. Und ja, aber ich habe gerade irgendwie Lust, Spaß zu haben und nicht wirklich ernst zu spielen. Also es ist komplett in Ordnung. Oh, nein. To battle. Okay, dann halt nicht. Also, was Mask of Madness macht, gibt einem mehr Schaden und mehr Attack Speed, mehr Bewegungsspeed, aber man nimmt 25%. Okay. 30% mehr Schaden. Also hat es ist gut, aber auch schlecht. Und gibt einem auch noch ein bisschen Lifesteal, 17%. Das ist aber eigentlich nur nette Zugabe dazu. Ich glaube, niemand würde das Item für Lifesteal kaufen. Dazzle! Ich liebe das. Nein, nein. Oh. Nicht mich. Okay. Ich habe nur Sniper gesehen, wie er sein Gewehr da angelegt hat und wollte gerade seine Ulti benutzen und dann hat er irgendwie aufgehört. Ich weiß nicht. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat er sich entschieden, dass es sinnlos ist, gegen unsere Awesomeheit zu kämpfen. Das wäre cool. A good choice. So you say. Me, die Idee. Nein. Arschloch. Yes. Dark light. The foundling's life is all a gift. Go. Ja. Candy Clown. I fight. Yeah, Süßigkeiten klauen, alles unsere Süßigkeiten. Yeah, Süßigkeiten klauen. Undo it. Oh.
Oh. At last. Here I am. Come on, speed. My strength increases. Hat ja mal gut funktioniert. Wow. Bad Illusion. Oh nein. Okay, so, wir haben genug Candy eingesammelt. Der muss aufpassen, weil er nur 200 HP hat. Jetzt nur noch 82 oder so. So, ich glaube, als nächstes kaufe ich eine BKB. Scheiße, ich habe kaum Mana. Keine Mana! Keine Mana! Oh, jetzt habe ich Mana. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Okay. Ja, ja, go, go, Roshan, los! Ja, mal schauen, ob Roshan ihn töten kann. Das wäre lustig, wenn er zu wenn er wegen Roshan stirbt. Peinlich wäre das. Okay. Ich bin eigentlich kein großer Fan von BKB. Hier in Dire Tide, aber. Ich mache gerade meinen eigenen Skillbuild für Sven. Ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich andere Leute andere Skillbuilds haben, aber ich habe halt den Skillbuild und den mag ich am meisten. Also ein Level in der E, in meiner E, meine Q ausmaxen und kein Level in meiner W. Wahrscheinlich sollte ich dann doch lieber, sollte ich wahrscheinlich ein bisschen mein Skillbuild ein bisschen umarbeiten, doch ein Level in meiner W holen, weil das ja eigentlich Dire Tide ist. Das ist der Skillbuild, den ich normalerweise immer benutze, wenn ich Support Sven spiele, in einem richtigen, in einem richtigen Spiel. Funktioniert aber auch in Dire Tide. So, da ist meine BKB fertig. Ja, mach ich einfach mal 4. So. Dark Light. I'll do it. Ja, dann hau ich ein Level in meine W rein. Falls sie doch mal alle irgendwie zusammenstehen. Da kommt meine BKB angeflogen. So, you say. Black King Bar. So. Jetzt muss ich die das richtig timen immer mit der Black King Bar, weil die möchte ich nicht verschwenden. Ja komm, dann hau ich mal die ganzen Punkte da rein. Ich habe sowieso schon ja 6 Level da reingemacht. Keine Ahnung. Nein! Für alle, die sich fragen, der redet über ein Intro, da wollte ich mir ein Intro basteln. Oh, shoot. Oh, das ist zu gut. Zu gut. Triple Kill. So einfach geht das. Ah ja. Deswegen mag ich Sven. Irgendwie in Dire Tide finde ich den sehr gut, weil der so viel Schaden hat und noch einen richtig tollen Stun. Weil die Leute meistens immer alle zusammenstehen, funktioniert das immer sehr gut. Ja, wir haben praktisch schon gewonnen. Stop.
Beyond godlike. Yay. So, dann kaufe ich mir mal. Demon Edge. Demon Edge. So. Right. Und geh mal ein bisschen jungeln. Um noch ein bisschen mehr Gold einzusammeln. Ja, komm, dann hau ich auch noch die Punkte da rein. Oh, Rage Quit. wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich ja mein Skillbild nochmal ganz ändern und einfach alle meine Sachen leveln. Ah, schaut da. Von Junglern, wenn man Glück hat, kann man ein bisschen Candy einsammeln, aber meistens hat man eher Pech und das ist. Man kriegt nichts davon. Wie da zum Beispiel ein ganzes Creep Camp und keinen einzigen Candy. Flüssigkeit meine ich. Ah, schau, da ist sogar. Da ist eins. So, cool, ich musste noch gar nicht, noch kein Mal meine Black King Bar benutzen. Good enough. Was gut ist. Bow down. Die now. Yes. Ah, der hat sich. Der ist mit seiner Ulti da hochgesprungen. I'll do it. Ja. 1200 darf ich. Never cross me! Nee, warte mal. At last! Oh, ich hab schon 8 Candy. Wow. Ich farm noch ein bisschen mehr und dann gehe ich zurück, die ganzen Sachen, die alle abliefern. Ich schreib dem gerade nicht zurück. Ich bin am Aufnehmen, Kollege. Mich hier gerade mal beschäftigt. So. Auch wenn man wenn man so viel Candy mit sich rumträgt, dann ist die TP-Zeit auch länger. Hör auf mich anzuschreiben. Scheiße. Nein! Ich habe doppelt auf den Hotkey gedrückt. Jetzt teleportiere ich mich zurück zur Basis. 11 Sekunden lang. Heilige Scheiße. Mhm. Ah, kann ich auch gleich das mitnehmen. Und das. Daedalus! This is going to be absurd. Ja, SK cannot be trusted, das dachte ich mir auch. Das finde ich auch. To battle. My code compels. Ach, schau mal, was der da macht. Aye. That's right. Dark light. Right. Yes, more. That stay. Sie haben noch nicht nah. Sie haben noch nicht. Sie haben nicht ein Ja gesagt. Ich meine. Okay. Zu schab.
guard. Go away! By the outcast blade! Zap! Of course. Okay, guys, don't attack. We'll do the thingy. A good choice. Was zur Hölle machen die Idioten? Yes. Bless you. Hand it over. Good enough. I have gathered my strength. Good choice. Scheiße, jetzt dürfen wir da. Why not? Ganz darüber latschen. Super. Ich habe es übrigens noch nie vorher gemacht. Oh nein, jetzt sind sie alle tot. Super. Ja. Jetzt kaufe ich halt meine Items hier. Ah, warte mal, ich kann noch nicht. Okay, so. Das hat ja mal ein bisschen erbärmlich gefehlt. So, wir müssen jetzt. Ich kaufe das da. Das da. Kauf das da und kauf das da. So. That first breath is the sweetest. Oh. Ah, Hilfe! Fast gestorben. Nein. Oh, fuck. Nein, meine Divine Rapiers. Da. Nein. Ah, ba, kann er die einsammeln? Meine. Wo ist mein zweiter? Da, okay. Oh. Weg hier. Scheiße, ihr bleibt ein bisschen zu spät. Oh, weg hier. Ja, genau. Und jetzt müssen sich praktisch am Ende von Dietheit müssen sich beide Teams verbünden und Roshan besiegen. Der hat ein paar ziemlich nervige Spells. Ah, komm nicht ran. Weg hier. Das war knapp. Schau, was Clockwork so für Items hat. Oh, 3 Hearts of Turask. Ah, wegrennen. Jetzt einfach auf den rumhauen. Das ist echt langsam. Das ist, weil die versucht haben, den in deren Fountain das zu. Und dieser scheiß Clockwork hilft überhaupt gar nicht mit seinem Kopf. Idioten. Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Ah, nein. Ah.
Hoffentlich kriegen wir ein gutes Item davon. Ich habe gar nicht gesehen, welches Item ich gekriegt habe. Oh. Ah. Gut, weiter geht's. Oh, habe ich vergessen zu sagen, dass ich ein kleines Gewinnspiel am Ende des Videos machen möchte. Sobald wir Roshan besiegt haben, erkläre ich euch, was ihr gewinnen könnt und wie ihr es gewinnen könnt. Sorry, wenn ich jetzt hier gerade nicht so viel am Reden bin. Ich konzentriere... Oh, shit. Ich konzentriere mich lieber aufs Roshan-Blatt machen. So, jetzt haben wir es geschafft. Ich frag's, ob der Typ Deutsch kennt, weil er immer Ja-Ja schreibt. Das wäre lustig. Oh, Terminator. Ich glaube, es war Terminator mit dem Daumen. Der hat was Tolles gekriegt. Oh mein Gott, der auch. Also, danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr eine Kopie von Dota 2 gewinnen wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar. Jeder kann nur einen Kommentar. Also, ihr könnt natürlich mehrere Kommentare schreiben, aber ein Kommentar zählt. Und ich suche dann irgendjemanden raus. Das wird zufällig sein. Und den schreibe ich dann auf Steam an und der kriegt... Ja, dann schreibe ich, schicke ich dem eine PN und dann muss der mir einen Steam-Namen und so und dann schicke ich dem... Oder E-Mail und dann schicke ich dem Dota 2. Also, danke fürs Zuschauen und macht beim Gewinnspiel mit. Bis zum nächsten Mal. Euer Sarsberg. Adios.